Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sehen uns heute natürlich die aktuellen Daten des Kryptomarktes an, denn diese Woche scheint es wirklich in sich zu haben. Die ersten Zinssenkungen stehen wohl an. Es wird wirklich extrem spannend diese Woche und wir wollen diese Chance nutzen, uns gut zu positionieren. Ich habe am Ende des Videos auch zwei Altcoins für euch rausgesucht, die meiner Meinung nach extremes Potenzial für den Bullrun haben. Wir sehen uns sehr spannende Daten rund um Bitcoin an. Wo liegt noch viel Liquidität? Wo könnte es diese Woche preistechnisch hingehen? Und warum ich für den Oktober extrem bullish bin? Natürlich möchte ich hier keine FOMO verbreiten und ihr müsst natürlich auch immer selbst eure Recherchen machen. Das alles ist keine Anlageberatung, aber wir sind auch gerade, wie es hier in Deutschland läuft und aussieht, mit Krypto auf einen sehr, sehr guten Weg, uns hier einen finanziellen Background zu schaffen. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Ja, liebe Freunde, gehen wir direkt rein. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, vergesst bitte nicht das Like, das Kommentar, schaut das Video bis zu Ende und lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber würde mich natürlich freuen und auch hier unterstützen. Wenn wir uns die Krypto-Bubbles hier anschauen und wir gehen mal auf die Wochenansicht, dann sehen wir das Tau, Fed, Nervous Network, gerade Kryptowährung, die im KI-Bereich, Memecoins ja sowieso außer der Reihe, wirklich sehr, sehr gut performt haben. Und das, glaube ich auch, wird das Narrativ für 2025, wenn wir hier so richtig durchstarten. Und wir wollen in diesem Bullrun uns definitiv nicht mit irgendeinem Projekt verheiraten. Wir wollen Geld mitnehmen. Glaubt es mir, ich habe den Bullrun 2021 in vollen Zügen miterlebt. Ich bin zwar schon seit 2018 dabei, aber da eher unwissend in den Markt gestolpert, weil da gerade der zweite Bullrun so richtig im Gang war, beziehungsweise schon wieder vorbei. Und ich dachte, ich habe es kapiert und habe in 2021 trotzdem die Fehler gemacht, nach oben hin nicht zu verkaufen, weil du wirst dann einfach gierig und findest diesen Ausstiegspunkt nicht. Es ist besser, irgendwo sich Ziele zu setzen, dann auszusteigen, Gewinne mitzunehmen, anstatt sich 3 Jahre definitiv oder 4 Jahre im Bärenmarkt gefangen zu halten. Und damit euch das nicht passiert, seid ihr hier genau richtig, denn ich werde auch hier sagen, wann ich verkaufe, aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir sehen uns auch kurz hier mal auf CoinMarketCap an. Nairo, dieser Meme-Coin, in den letzten 24 Stunden knapp 500% nach oben gestiegen. Also was Meme-Coins machen, ist schon wirklich krank. Natürlich High Risk. Wer meine Videos kennt, weiß auch, dass ich ein Meme-Coin-Freund bin. Da ein bisschen rumgambeln, ja, muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Bitcoin ist bei 58.700 US-Dollar. Wir sehen uns das nochmal genau an. Er hat gerade in den 24 Stunden, in den letzten 24 Stunden 2,2% korrigiert. Wohin es nach oben gehen könnte, schauen wir uns gleich an. Erstmal ein paar News. Donald Trump entgeht Attentat. Also das ist wirklich crazy. Das zweite versuchte Attentat innerhalb weniger Monate. Also dieser Mann lebt da wirklich gefährlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, für Krypto könnte Trump die bessere Wahl sein. Für Amerika bleibt so dahingestellt. Aber eine politische Debatte möchte ich hier nicht eröffnen. Deutschlands Unternehmen rutschen immer öfter in die Pleite. Und das ist wirklich crazy und auch angsteinflößend. Und das Ganze soll sich bis 2025 auch weiter so fortsetzen und sogar noch verschärfen. Liebe Freunde, also irgendwo schafft sich Deutschland dadurch ab. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich will keine FOMO raushauen oder irgendjemanden drängen, in Kryptowährung zu investieren. Aber diese Chance, die wir in den nächsten paar Monaten haben, die kommt so schnell dann nicht wieder. Wenn wir in den Bärenmarkt rutschen, das dauert locker 4 Jahre, bis wir wieder nicht steigende Kurse sehen. Bitcoin wird sich da schon eher wieder erholen, natürlich von einem Bärenmarkt. Aber trotzdem, diese Chance mit Altcoins richtig Geld zu verdienen, und ich meine richtig Geld zu verdienen, die haben wir jetzt. Und darauf gehen wir jetzt natürlich auch
ein. Der Bitcoin Fear and Greed Index bei 39, er hat sich leicht erholt. Die Marktphase tendiert leicht ins Bullische. Trotzdem sind wir noch nicht über den Berg, denn wir sind immer noch im September. Das darf man nicht vergessen. Der September, statistisch gesehen, einer der schlechtesten Monate, kann immer noch für uns wirklich Kurse nach unten bereithalten. Also da muss man definitiv auch drauf gefasst sein. BlackRock's Bitcoin-ETFs stabilisieren den BTC-Kurs. Weiß ich nicht ganz so, ob das nur an den BlackRock-ETFs liegt, die natürlich momentan sehr gut oder sagen wir gut performen, ein leichtes Plus hier haben, wie auch die anderen von Grayscale, Fidelity. Das Ganze spiegelt sich gerade auch in der Marktlage wider. Das wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig. Ganz, ganz wichtig, ganz oben auf der Agenda sind natürlich die Zinsentscheidung oder die Zinsentscheidung der US-Notenbank, der Federal Reserve. Das kann natürlich nochmal zu einem Sell-the-News-Event führen. Also da definitiv nicht so viel reinlegen. Aber für den Oktober wird das natürlich auch extrem positiv sein. US-Immobilienmarkt, auch das ist sehr relevant für die Stimmung natürlich der Anleger. Auf dem September-Blues folgt ein Oktober. Lohnt es sich, Bitcoin nach den Jahreszeiten zu kaufen? Wenn man sich die Statistiken ansieht, muss man klar sagen, ja, es hätte sich gelohnt. Aktuell weiß ich nicht, ob sich das für Investoren lohnt. Kommt drauf an, wie ist dein Mindset? Möchtest du sicher gehen mit Bitcoin, vielleicht noch eine Verdopplung, eine Verdreifachung hinlegen? Sehr gut möglich, aber wir wollen doch die Altcoins nutzen, um uns da mehrere X ins Portfolio zu holen. Das vierte Quartal, statistisch gesehen ein gutes Quartal. Ich bin da auch extrem bullisch, dass wir bis Jahresende die 70.000, die 80.000 definitiv sehen. Man darf auch nicht zu viel verlangen natürlich, aber für den September, wenn wir uns das hier unten anschauen, war es meist ein schlechter Monat und das scheint sich auch so zu bestätigen. Wie gesagt, der September ist noch nicht durch und für den Oktober, den Abtober, rein von der Psyche her, werden viele Leute da wieder einsteigen. Wird positive Stimmung kommen an den Finanzmärkten generell und ich glaube, dass dann auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich ist. Wir sehen hier auch auf der Liquidation Heatmap, dass hier oberhalb von 60.900 US-Dollar, 800, 900 US-Dollar ungefähr, sehr viel Liquidität liegt, die noch abgeholt werden kann. Wenn wir das Ganze uns in der 24-Stunden-Ansicht anschauen, sehen wir das auch hier unten bei, lasst mich treffen, 57.900 sehr viel Liquidität liegt. Aktuell befinden wir uns bei 58.800. Also man kann nicht wirklich sagen, wo es hingeht. Definitiv gilt es, diese Bereiche noch abzuarbeiten, bevor wir eventuell ein höheres Hoch sehen. Also auch der Altcoin-Season-Index steigt natürlich mit positiver Stimmung, mit steigendem Kurs des Bitcoins. Ist natürlich logisch, aber aktuell ist definitiv keine Altcoin-Season. Was auch für mich immer ganz wichtig ist, hier wurde es geteilt auf Twitter, dass Gold hat natürlich ein neues All-Time-High, erstmal Glückwunsch dazu Gold, neues All-Time-High erreicht und Bitcoin diesem Trend meist folgt. Also ich bin eher bullish für die nächste Zeit. Ich bin keiner von denen, die hier irgendwie, wenn es runtergeht, oh, Crash, es sei denn, es ist ein wirklicher Crash am Start, dann mache ich auch gern mehr diesen. Oder euch da irgendwelche FOMO irgendwie mit an die Hand geben will. Ihr sollt entspannt bleiben, ihr sollt definitiv ruhig agieren am Kryptomarkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht überhitzt handeln, auch mal eine Sache aussitzen. Damit kann man echt viel Geld verbrennen. Also ich bin sehr, sehr bullish, was den Oktober angeht, was den November angeht. Thema auch Jahresendrallye. Von daher absolut entspannt bleiben. Die Wiederaufnahmen von XRP auf Robinhood ging ja auch jetzt wieder ad hoc am gestrigen Tag durch die Medien, löst es eine Rallye auf 60 US-Dollar Cent aus. Wir können uns ja mal kurz angucken, wo unser XRP hier rumdümpelt bei 56.000. Auch das 24-stündige Handelsvolumen spielt da immer eine Rolle. Nicht ganz eine Milliarde. Naja, lassen wir so mal im Raum stehen. Aber selbst solche Nachrichten oder
Ja, dass Grayscale einen Truster aufsetzt in Sachen XRP, bewegen den Kurs einfach nicht mehr. Also da muss man wirklich auf ein bullisches Momentum des Bitcoins warten, des gesamten Marktes oder auf die Anwendung, auf die wir hier warten. Das dazu. Zwei Altcoin-Tipps von mir, die in den nächsten Tagen, ich denke, aber es wird noch ein bisschen dauern, noch mehr unter die Lupe genommen werden, ist einmal Alephium und Octaspace. Diese Kryptowährungen sind gerade extrem gehypt. Ihr seht es hier am Indikator, 92% bullish auf Octaspace und auf Alephium auch 84%, sehr, sehr bullish. Alephium ist eine Kryptowährung, die im Bereich Smart Contracts da tätig ist. Auch ein relativ junges Projekt. Market Cap bei 146 Millionen, was schon viel ist. Trotzdem, da kann richtig, richtig viel gehen in Sachen Bullrun. Die Jahresperformance hier mit, müssen wir mal kurz refreshen, hat er jetzt nicht mitgenommen, mit 875% ist meiner Meinung nach noch lange, lange nicht alles. Schaut euch diese Kryptowährung an. Wenn ihr sie euch zulegen wollt, könnt ihr sie dezentral auch über MetaMask euch kaufen. Über Ethereum natürlich relativ teuer. Oder ihr unterstützt mich und legt sie euch über CoinEx zu, meine Partnerbörse. Da habt ihr auch noch die Möglichkeit, ja, gewisse Sachen, wir können es das mal oben anschauen, exklusiv für neue Mitglieder, da nochmal extra USDT bekommen. Ebenso Octaspace, für mich ein absoluter Hidden Gem. 47 Millionen Dollar Marktkapitalisierung auf Platz 529. Ich wollte ihn gestern schon mal kurz mit callen, aber da hättet ihr jetzt 12% Minus gemacht. Nichtsdestotrotz müsst ihr hier rauszoomen und euch einfach die Jahresperformance mal anschauen. Selbst wenn er ordentlich korrigiert hat, um die 20, 30%, kamen dann meist sehr, sehr starke Candles nach oben. Also dieses Projekt mit der Jahresperformance von 270% für mich absolut ein sehr, sehr gutes Investment im Bereich Rendering, Deepin, aber auch, da gehe ich, wie gesagt, die nächsten Tage nochmal genauer drauf ein. GPU, Rechenleistung, ich wollte gerade fast sagen, vergesst so wie das AI-Tech, aber das wirklich ein Projekt, das noch dicke Prozente vor sich hat. Also schaut euch das unbedingt mal an, wenn ihr euch diese Kryptowährung zulegen wollt, sehr gerne über CoinEx oder auch BingEx, ich weiß gar nicht, ob es die da gibt, würde mich auf dem Kanal unterstützen. Ich möchte definitiv mit euch im Jahr 2024, eher im Jahr 2025, richtig schöne Prozente mitnehmen hier im Kryptomarkt. Dafür bin ich hier, dafür sind wir alle hier. Wir wollen ein bisschen Geld mitnehmen. Ganz wichtig auch da, den Mindset zu schärfen, da nicht zu gierig zu werden. Zu denken, es geht immer, immer weiter nach oben. Denn irgendwann kommt dieser Moment, wo das alles vorbei ist. Und ihr könnt mir eins glauben, der 2021er Bullrun, das war so ein heftiger Bullrun, das wird sich demnächst wiederholen. Und dann sehen wir hier ganz, ganz andere Kurse. Bleibt alle schön gesund. Lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like da. Selbstverständlich ein Abo, wenn du neu hier auf meinem Kanal bist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Peace.